Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Planet Crafter. Okay, wir sind 4% bei Amphibien, sehr gut. Ich habe in den letzten Folgen bei mir Folgendes festgestellt. Ich bin sehr hektisch gewesen. Ich habe versucht, immer schnell, 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 schnell zu machen. Und ich glaube, ich muss mich einfach, was dieses Spiel betrifft, mal wieder so ein bisschen runterfahren. Und nicht nur schnell, schnell, schnell und Hektik und hin und her und links und rechts, weil es wird sonst zu langweilig für alle. Nein, ich versuche mich jetzt mal hier ein bisschen zu erden in diesem Spiel. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und einfach mal so ein bisschen entspann dich, Susi. Wir haben alle Zeit der Welt. Niemand stresst dich. Wir müssen immer noch den Sauerstoff hochkriegen. Ich brauche das Ding, damit ich hier Fische farmen kann. Okay. Ich wollte gucken wegen Raketen das letzte Mal noch, aber ich musste ja dann meine Aufnahme beenden, weil mein Mann mich gebraucht hatte. Ich wollte gucken, ob wir Raketen noch irgendwie für Sauerstoff bauen können. Einfach, dass wir da nochmal einen Multiplikator drauf kriegen. Hier. Drohnenvisualisierungsrakete. Ich weiß gar nicht, haben wir die schon gebaut? Ich habe keine Ahnung. Wärme braucht man gerade nicht, Luftdruck braucht man gerade nicht. Ich glaube, Pflanzen auch nicht. Wir brauchen halt einfach Sauerstoff. Und da können wir... Oh Gott. Einfach mal gucken, ob wir mal zwei, drei Stück machen können. Dass wir den Sauerstoff einfach pushen. Wir müssten eigentlich alles haben. Ich hole mal noch Algen. Dass wir noch ein paar Bakterien machen können und dann noch ein bisschen mutagen. Die Pflanzen kommen auch langsam. Bup. Ich wollte auch den Algengenerator hier noch ein bisschen weiter wieder nach hinten versetzen eigentlich. Fällt mir gerade ein, weil er hier vorne in dem flachen Wasser irgendwie ein bisschen doof ist. Und ich das Gefühl habe, dass sich die Algen da nicht richtig ausbreiten können. Sind hier eigentlich Fische? Nee. Das war nur in der, ich nenne es jetzt mal Zenote, wo wir drin waren, in dieser Grotte da beim Wasserfall, ne? Fische waren. Und vorne im See könnten Fische sein. Da war ja auch sowas wie so ein Riff entstanden. Ich meine, das hier hinten in der Ecke, wo eigentlich ja Wüste ist, kein Riff entsteht, ist klar, glaube ich. So. Und braucht man. Ach, ich habe das Wasser vergessen. Wir haben eigentlich erstmal einen Wasservorrat, aber dann müssen wir gleich nochmal zum Seewassersammler. Mal schnell Wasser holen. Ach, unsere Schmetterlinge. So schön. Das wäre halt cool, wenn die nicht nur in dem Dom wären, sondern wenn die so ein bisschen in der ganzen Basis so rumfliegen würden. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Bringen wir das eine Wässerchen wieder weg. So, wir haben 6 Stück. Ich möchte 3 Raketen möchte ich abschießen. Dann brauchen wir jetzt noch runtergehen. Dann brauchen wir noch... Warte, wo habe ich das jetzt hingestellt? Was ist das? Was ist das? Wo habe ich denn den Stickstoff jetzt hin? Ah ja. Und Schwefel. Ich wollte doch die Extraktoren alle nochmal abfliegen und leer machen, ne? So. Das können wir abpinnen. 3, 3. Dreimal Rinde, dreimal. So, 1, 2, 3. Dann 6 und das ist der hier. Produktionsmultiplikator. Das könnte man beim Autocrafter dann hinbauen. Mal gucken. Ich schicke jetzt erstmal ein paar Raketen in die Luft, dass hier das mit dem Sauerstoff noch ein bisschen schneller geht.
Ich meine, es steigt ja noch und ist auch okay. Aber wir gucken mal, ob wir vielleicht noch irgendwie was machen können, dass es doch ein bisschen schneller geht. Tschüss! Die gleich hinterher schicken? Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt... Weil jetzt kommt ja hier wieder, ne, ein Effekt runter. Aber eigentlich müsste das Spiel das ja raffen. Ich glaube, ich fände es eigentlich auch für die Optik ganz schön, wenn wir dort einfach dann eine Rakete noch hinstellen. Wisst ihr? Nein, mir fehlt... Mir fehlt ein Bakterium. Was ist da denn passiert? Moment. Ja, guck mal, jetzt geht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Hä? Hatte ich nur 5? Anscheinend ja. Meine geht noch. Hui. Und bam. Ich hol gleich noch das Wasser. Alter, ich setz mal schnell noch den hier oben. Oh, sind schon wieder welche dran. Schon wieder welche dran. Weg damit. Wo ist der Eigengenerator? Dann setzen wir den jetzt hier halt weiter hinter. Hauptsache der... Ja. Macht noch ein bisschen Algen mehr. Wie gesagt, da vorne in dem flachen Wasser hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da viel bei rumkommt. Oh. Huch. Das ist hier so grün. Okay. Wasser einmal ausladen. Und die Algen noch ausladen. So. Ja, guckt mal. Das geht doch jetzt relativ fix. Ich überlege gerade. Das funktioniert ganz gut. Ob wir die Extraktoren... Wir müssen doch noch die Pflanzen, wartet mal. Aber wir brauchen doch noch so eine Masserakete für Pflanzen, weil da passiert irgendwie auch gerade nichts. Müssen wir da vielleicht auch nochmal 2 oder so hochjagen? Was brauchen wir denn dafür? Pflanzen hier. Das sollten wir ja auch alle haben. Müssen wir davon vielleicht nochmal 2 Stück hochjagen? Dass die Pflanzen sich noch ein bisschen mehr verteilen. 2. 2, 3, 4. Hab ich noch Dünger? 2. Rinde und Lirmasamen. Hier. Davon haben wir noch. Okay. Das Spiel kommt ja gar nicht mehr aus dem Dings raus. Aus dem Effekte streuen. Okay. Pflanzenrakete. Let's go. Hui. Pflanzenrakete. Tschüss. Ich weiß, dass wenn man zu zweit spielt, sich auf so eine Rakete draufstellen kann. Und sich dann hochschießen lassen kann. Das geht halt nur, wenn man zu zweit spielt. Weil ich kann mich ja nicht draufstellen und dann die Rakete starten. Und ich glaube, mich vorher draufstellen, das schaffe ich nicht. Von der Zeit. Okay. Da haben wir nochmal 2 Pflanzen von mehreren Raketen jetzt hochgejagt. Okay. Unsere Base.
So, guckt mal. 6 Samenverteiler, 3 Asteroiden. Okay. Das geht jetzt relativ schnell. Wie kriege ich... Ich muss noch ein paar Baumverteiler bauen, oder? Aber wir haben immer noch das Stromproblem. 175. Naja, wir nähern uns der 175. Also, sobald wir das haben, machen wir Strom, 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 Baumverteiler ohne Ende. Aber ich brauche halt Strom. Ich kann halt nicht alles mit diesen Mini-Dingern vollbauen. Das bringt uns ja nichts. Ein paar Bodendinger muss ich dann auch langsam mal noch bauen. Okay, das haben wir. Dann würde ich sagen, nutzen wir die Zeit des Wartens aktuell dazu, zu den nächsten Wächterkoordinaten schon mal zu gehen, würde ich sagen. Nimm noch einmal Wasser mit und noch was zu essen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu den nächsten Wächterkoordinaten und gucken mal, was da so weitergeht. Ich glaube, wir müssen dahin. Ich glaube, da sind wir am nächsten dran. Aber eigentlich... Nee, jetzt machen wir das. Kommt. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht aus die Extraktoren einmal leer machen gehe, aber... Das können wir auch danach noch machen. So. Wir mussten da hinten hin. Auf meinem Merkzettel steht 2. Bogen links. Also, hier diese Bögen, der 2. von links. Da müsste es sein, wo wir hin müssen. Das ist immer noch dieser Objektfilter hier, weil ich die Raketen noch geschossen habe. Hui. Ja. Wenigstens brauchen wir uns keine Sorgen mehr, um Sauerstoff zu machen. Warte mal, ich trinke mal noch was. So. Irgendwo hier oben was. Motiviert. Ich nehme jetzt aber mal nichts mit. Weil... Ist hier? Sind wir beim 2. Bogen? Nee. Moment. Hoch. Das ist der 1. Bogen halt, wir müssen noch ein 2. Und den hier drumrum. Ist auch noch eine Kiste. Ja, das sind so viele Kisten. Ah, hier, da ist das Ding. Okay. Ich brauche dafür alle 3. Okay, ich speichere nochmal. Ja, nun gut, ne? Also... Passiert das sonst was? Nee, ne? Das ist nur... die Tür. Okay, das ist super weird, dass dieser Stein einfach nach unten geht. Aber die Wächter mussten ja echt eine krasse Technologie gehabt haben, wenn die das so machen konnten. Okay, das ist auch alles. Das ist grün. Ich kann ja wieder nicht mehr fliegen. Hier gibt es wenigstens Wasser. Oh, wow. What the...
Es ist wunderschön. Aber halt, ich wollte warten. Sind das die Koordinaten, die ich mir aufgeschrieben hatte? Wartet mal, da wollte ich doch nochmal gucken. Die waren 1565, 109, 2500. Ja, das waren die. Da sind wir auf jeden Fall richtig. Crazy. Es ist einfach voll hübsch hier. Oh nein. Ah, bitte jetzt kein Asteroiden. Asteroidenhagel. Okay, hier geht's irgendwie hoch. Ich gehe mal hier erstmal die Haupttreppe lang. Okay, Nachricht. Einst lebten wir. Oh Gott, hier müssen 5 Dinger rein. Geht diese Tür auf. Okay. Ob wir hier so 5 von den Dingern finden. Müssen wir mal gucken. Ich schaue mich auch hier draußen mal um, weil man weiß ja nie. Ist jetzt halt natürlich blöd mit diesem Sturm hier. Okay, dann gehen wir... Ich gehe erstmal hier links. Ah, halt, hier ist schon mal eins. Guckt mal. Ha! Nummer 1. Hier geht's auch hoch. Okay, da geht's hier nur nach da. Okay. Okay, weiter ist hier nicht wirklich was. Okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier vorne rum. Es sind überall Löcher im Boden. Ist halt alles schon ein bisschen oll, ne? Ist schon wahrscheinlich sehr lange alles hier. Wir wissen ja nicht, vor wie vielen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten die Wächter hier waren. Das stand ja nirgendwo. Okay, hier geht's nicht weiter. Da auch nicht. Das ist ein Loch. Das Ding ist, wir können kein Jetpack hier nutzen. Ne? Wenn wir jetzt hier runterfallen, haben wir ein Problem. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen Matsch. Okay. Aber es ist voll hübsch hier. Aber irgendwas muss ja die Wächter dann trotzdem hier wieder vertrieben haben. Wahrscheinlich haben die anderen von ihrem Volk oder so die gefunden. Aha. Okay, hier ist Nummer 2. Ich hätte mir mehr zu essen mitnehmen sollen, denke ich mal. Können wir hier drüben noch irgendwo hin? Huch. Nicht wirklich. Können wir hier noch irgendwo hin? Oh Gott. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh. Cool, hab Nummer 3 gefunden. Okay, es war ein dummer Zufall, dass ich jetzt hier runtergefallen bin. Ich habe auch keinen Schaden genommen, Gott sei Dank. Okay, wartet. Hier geht's noch runter. Ah, okay, das ist hier einfach nur ein Aufgang. Okay. Und hier geht's noch hoch. Da haben wir schon mal 3. Da fehlen noch 2. Uah. Gott, also man darf hier nicht zu schnell langlaufen, weil sonst fliegt man wieder runter. Cool. Schon wieder ein Sturm. Was ist das denn hier? Mit diesen Stürmen. Ach, hier war ich eben. Okay, hier bin ich gerade eben runtergefallen. Okay. Okay. Ich habe die Blumenranke da gerade schon gesehen. Ist gut. Mal hier gucken. Oh Gott. Okay. Okay, hier ist Nummer 4. Einer fehlt noch. Hier ist Nummer 5. Vorne ist noch eine Brücke. Geht's hier noch irgendwie hoch? Nee, ne? Oh, was ist das denn? Da war eine Schmetterlingslarve.
Wie cool diese News. Oh, irgendwas ist hier mit dem Licht. Okay. Das sind schon fertige Schmetterlingslarven, die hier spawnen. Das ist ja mal mega nice. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr auf Sauerstoff achten müssen. Wartet mal, ich... nee, Moment. Will mal vorne gucken. Ich glaube... Ich meine, mich zu erinnern. Huch! Dass eins vorne war beim Eingang. Irgendwie. Aha, okay. Nicht am Eingang, aber hier. Okay, wir haben alle fünf. Aber ich will trotzdem nochmal gucken. Was trinken. Ob hier noch was ist. Hier ist ja auch noch. Geht's auch noch hoch? Oh mein Gott. Oh Gott, bitte nicht in den... Moment. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, mir hier hinten einen Stein zu backen. Nee, aber... Okay. Oh Gott. Okay. Ist hier noch was? Nee. Okay. Ich denke, dann haben wir alles. Dann machen wir jetzt da mal die Tür auf, wa? Die Frage ist, muss ich die Dinger jetzt hier alle wieder mitnehmen? Tür wieder auf. Also bis jetzt mussten wir die ganzen Teile, die wir gefunden haben, nicht wieder mit irgendwie rausnehmen. Wir haben immer neue gefunden. Wir wissen ja aber, dass es in der Zenote rein theoretisch noch weitergeht. Das heißt, wir müssten hier noch was finden an neuen Dingern. Diese Gänge kennen wir auch schon. Oh! Es ist so schön! Oh mein Gott! Die Schmetterlinge. Beautiful. Oh, goldene Schmetterlinge, wie haben die hier überlebt? Wieder einmal befällt unser Volk eine Katastrophe. Wenn die Vorhersagen stimmen, wird der Meteor den Planeten in nur wenigen Tagen treffen. Die Städte, die wir gebaut haben, die Pracht, die wir geschaffen haben, all das wird vergehen. Unsere Kunstwerke, Traditionen, Entdeckungen und unser Leben werden verschwinden. Wieder einmal steht uns die Zerstörung bevor. Aber dieses Mal werden wir nicht fliehen, wie wir es vor Generationen getan haben. Was bringt es, davonzulaufen, wenn der Untergang einen so heftig verfolgt? Wir haben unser Schicksal akzeptiert, sind stolz auf das, was wir waren, und wir sind unseren Werten treu geblieben. Unsere Geschichte wird unter der Asche von Flammen und Staub verschwinden. Wie ein Schmetterlingsleben schön und vergänglich. Es ist Zeit, unser Ende zu finden. Ein Wächter. Okay, aber... Okay, also... Die haben sich demnach ja ihrem Schicksal ergeben. Energie... Energiemultiplikator! Damit können wir unsere Energie pushen. Nice. Aber wir haben jetzt keine neuen Koordinaten bekommen, ne? Also, hätte ich ja jetzt irgendwie erwartet, dass wir die Koordinaten von der Zenote jetzt noch irgendwie bekommen, aber es ist wunderschön, aber hier ist nichts weiter. Weil wir haben ein volles Inventar, ne? Goldene Schmetterlingslarven. Und die, ich glaube, die beiden packen wir bei uns in den Dom auf jeden Fall im Haus. Und den Rest setzen wir draußen irgendwo hin. Aber hier keine neuen Koordinaten oder irgendwas, ne? Manchmal gingen ja hier so Wege ab.
Dann müssen wir wohl alleine nochmal dahin, weil hier ist auch nichts. Okay, wartet. Oh, ich kann die nicht wieder rausnehmen. Okay. Kann ich die vorne am Eingang wieder mitnehmen? Weil rein hier, also ich, wie gesagt, wir wissen ja, dass es noch weiter geht, aber wenn wir da keinen neuen Schlüssel finden, hatten wir da so eine Schlüsselstation? Ja, ne? Hatten wir. Wenn nicht, müssen wir nochmal dahin. Ich gucke hier gerade nochmal durch, ob hier noch irgendwas ist, aber es steht auch hier nirgendwo eine Koordinate drauf. Da oben bei den beiden stand auch nichts drauf, ne? Ich gehe mal gucken. Ja, wenn nicht, dann ist das wahrscheinlich so ein entweder du findest es oder du findest es nicht Ding. Nee, ist auch nichts. Lass uns nochmal da oben gucken. Wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit. Sonst hetzt ja hier nichts. Huch. Okay, also hier können wir ja aktuell von ausgehen, dass die Wächter quasi ihrem Untergang entgegengesehen haben. Ne, also es kam wieder eine Katastrophe, wie schon auf dem alten Planeten, und sie haben sich dafür entschieden, diesmal nicht wieder zu fliehen, sondern ihr Schicksal zu akzeptieren und unterzugehen mit ihrem Planeten. Das ist ja der aktuelle Stand. Also hier ist nichts. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe? Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Oh nein, ich bin hier irgendwo. Hilfe, ich hänge hier irgendwo fest. Hilfe! Ich habe keinen Doppelsprung oder. Shit, ein Kram. Komme ich hier? Wartet. F4. Wartet. Also, dieses Befreien bringt halt nicht wirklich viel. Oh Gott, jetzt habe ich F3 gedrückt. Wenn man halt nicht von einer gewissen. Wow. Jetzt sitze ich da und dance. Hör auf damit. Stopp. Hör auf. Bin ich jetzt eine Etage tiefer gefallen? Ernsthaft jetzt? Komm, lass mich. Lass mich. Wartet. Wartet. Ich habe es, glaube ich, verstanden mit dem Alt F4. Oh Gott, jetzt werde ich sterben, ne? Oh, Moment. Je öfter ich Alt F4 drücke, umso weiter hoch werde ich gesetzt. Das habe ich jetzt gerallt. Wartet. Ich versuche jetzt, dass ich nicht sterbe. Okay. Oh. Gut. Junge. Ich gehe jetzt auch noch danach gucken. Aber wir haben das Pulsarquarz. Wuhu. Moment. Wir gucken jetzt auch noch beim letzten nach, ob da irgendwas draufsteht. Nicht, dass dann ausgerechnet bei dem rein theoretisch was draufsteht. So viel Zeit muss sein. Falls wir noch eine Larve finden, können wir sie noch mitnehmen. Ich habe nämlich einen ordentlichen Multiplikator, die Larven. Okay. Ne, hier steht auch nichts drauf. Okay. Dann. Gehen wir jetzt wieder hier runter. Wir machen jetzt hier wieder Trick 17 mit dem. Das kann man gut benutzen statt des Jetpacks. Okay. Dann denke ich, haben wir hier alles. Da war auch nichts weiter. Okay. Dann haben wir keinen neuen Hinweis bekommen. Hab ich hier gerade eine Larve gesehen? Ja, aber keine. Okay. Also ich hätte ja jetzt tatsächlich gedacht, dass wir jetzt die nächsten Koordinaten bekommen irgendwie. Spannend. Ja, das sind aber die Koordinaten hier.
Hier ist auch nichts weiter. Kann ich die jetzt hier wieder rausnehmen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, die sind auch gelockt. Okay. Interessant. Ich habe so viele Samen. Wir merken uns, dass hier noch eine Samenkiste ist. Okay. Dann können wir ja doch nochmal diese Höhle, die wir da gefunden haben, uns in aller Ruhe angucken. Ist hier noch irgendwas drin? Nee, ne? Das ist einfach nur die Höhle. Ach du Kacke, da ist auch noch Zeug. Ein Schmetterling. Und hier ist noch einer. Oh, hübsch. Ich finde das so schön, dass die jetzt hier überall rumfliegen, ne? Okay. Dann zurück zur Superlegierungshöhle hier. Und zurück nach Hause, die Sachen verräumen. Nein, jetzt müssten wir drüber kommen. Genau. Ja, das ist auch locked. Das kriege ich auch nicht mehr raus. Okay. Zu Hause. Cool. Als erstes. Ich muss erst die Sachen wegräumen. Moment. Ihr zwei da rein. Ist hier Platz? Nee. Auch voll. Ja, ich habe keinen Platz mehr für Samen. Wirklich. Nahrung. Wir müssen auf jeden Fall noch die Optimierer jetzt bauen. Okay, die raus. Die rein und die rein. Oh, wie hübsch die sind. Guck mal, die sehen aus wie so eine Galaxie. Cool. Und die anderen packen wir draußen rein. Das sind die Hübschis. Dann packen wir die hier rüber. Die blauen einmal. Und dann würde ich sagen, bauen wir auf jeden Fall noch Schmetterlingsfarmen. Jetzt wird alles voll. Packe ich euch drei dann jetzt hin. Ich packe die einfach mal schnell hier rein. Okay, Moment. Da rein. Ich brauche eine zweite Vitrine, glaube ich. Da rein. Da rein. Ich glaube, Stickstoff war hier. Dünger. Das Mutagen. Eine Zeolit. Nein, das war das Pulsarquarz. Das ist oben. Ja, die ist voll. Was brauchte ich denn für eine neue Vitrine? Kobalt-Eisen-Superlegierung. Oh, ist die Frage, wo stellen wir die hin? Stellen wir oben hin, oder? Unseren Wohnraum. Können wir ja noch mit als Deko-Element irgendwie hier so mit hinpacken. Okay. Ab. Gut. Okay. Wir brauchen Optimierer. Dass wir die zwei gerade gefunden haben. Und viermal Schwarzpulver, das habe ich, glaube ich, nicht mehr. Genau.
Was brauchten wir für Schwarzpulver? Irgendwas mit Schwefel und Iridium. Ja, zwei Schwefel, ein Iridium. Also 8-mal Schwefel. Oh, ey, wir haben gerade 8 Stück, ne? Und 4 Iridium. Cool. Cool. Dann können wir die Maschinenoptimiere bauen. Dann packen wir einen hier oben hin. Ich muss unbedingt das Lager erweitern. Das müssen wir jetzt unbedingt als nächstes machen. Weil das Problem ist jetzt, dass der jetzt ja die Heizungen mitnimmt. Ich den Optimierer, der ist für wie viel? 8 Maschinen, glaube ich, waren es, ne? Den jetzt hier hinsetze, da habe ich 4. Ah, die Heizungen halt. Ja, alles gut. Ich guck mal, ob ich den damit betreiben kann oder ob ich erst wieder noch ein Stromding bauen muss. Rein theoretisch. Müsste das hier gehen? Ich packe jetzt einfach erstmal irgendwie dahin. Ha! Cool. Okay, dann können wir das jetzt nochmal hübsch positionieren. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, wie viel Strom. Ja, alles gut, ich weiß. Ich will nur mal ganz kurz was gucken, wie viel das bringt. Also wir haben einen Verbrauch von 1900 und 1750. Und wenn wir das jetzt einsetzen, wartet, und wenn wir das jetzt, wir haben noch einen zweiten. Macht das dann noch mal mehr? What the? Wir haben Strom! Und wir haben Pulsarquarz! Nice! Oh Gott, die Folge ist schon wieder viel zu lang. Cool! Wir haben sehr viel geschafft in dieser Folge, würde ich sagen. Deswegen beenden wir die jetzt auch an der Stelle. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich versuche heute mal jetzt auf einzelne Folgen zu gehen und nicht alles am Stück aufzunehmen, weil rein theoretisch habe ich ja jetzt nicht mehr diese langen Wege, wo ich so viel schneiden muss, wisst ihr? Deswegen, ich versuche das jetzt mal wieder in einzelne Folgen aufzunehmen. So, also bis dann, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Tschüss!